Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 64. Denn darüber. Ist hier wieder irgendwas zum Aktivieren? Was? Was geht da jetzt gerade ab? Oh, wie süß. Ein einzelner Shy Guy. Patsch, 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 patsch. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann wieder die Option, uns zu heilen. Was haben wir hier? Eine Münze. Eisbau-Orden erhöht Angriffskraft gegen Feuergegner um 2. Donnerzorn. Okay, und was haben wir hier? Eine Bratpfanne. Okay, dann können wir jetzt die Briefe und die Bratpfanne abgeben gehen. Abgeben gehen. Nehme ich dich noch mit? Komm, ich nehme dich noch mit. Jetzt sowieso. Dum, dum, dum. Diese eine Münze. Dann einmal zurück zum Blau, bitte. Wo möchtest du fahren? Zum blauen Bahnhof, bitte. Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. Ankunft blauer Bahnhof. So. Dann einmal. Wäre lustig, wenn man das auch so hämmern könnte. So, ich würde mal sagen, zu Omelette gehen wir rein, wenn wir wieder zurückgehen. Dann gehen wir erstmal zum Briefträger. Postamt. Weil sonst ist ja doppelt gemoppelt bei der Big. Weil wir ja eh wieder zurück müssen. Nach Kapitel 4 gehe ich wirklich nochmal zurück zu Nummer, weil mit den Spionen kann man da höchstwahrscheinlich schön noch Sternenspätter finden. Oh, das ist ja, der Beutel. Danke, Mario. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich auf ihre Post freuen. Ganz besonders Rechnungen. Lass mich dir ein kleines Geschenk als Dankeschön überreichen. Ein Sternensplitter. Naja, Mario. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Gumbario erstmal. Bon Goomba. Hier bitte. Lieber Gumbario, wie ergeht es dir auf deinen Abenteuer mit Mario? Macht es Spaß? Genieße die Zeit in der großen, weiten Welt. Sammle Weisheit auf deinen Reisen. Ich wünsche mir, dass sich dein Abenteuer als fruchtbar erweisen wird. Wenn du Zeit hast, besuche uns doch hin und wieder. Goomba vermisst dich ganz schrecklich. Ich freue mich, dich als Erwachsenen wiederzusehen, Goomba. Möchtest du noch mehr verlesen? Ja, gerne. Von den Boohoos. Hier bitte. Liebe Lady Boo, danke, dass ihr uns vor dem schrecklichen Tuba Blubber gerettet habt. Wir hätten nie gedacht, einen Boohoo eures Schlages zu treffen. Allein euer Anblick hätte gereicht, um uns in den Kampf zu führen. Aber ihr seid vorangegangen und habt Tuba Blubba besiegt. Wir dachten, unsere Freunde wären für immer verloren, aber jetzt sind alle zurückgekehrt.
Vielen Dank, wenn eure Reise zu Ende ist, geben wir euch zu Ehren eine Riesenparty. Bitte kommt. Oh, und bitte sagt Hi zu den anderen in der Villa. Die Buhus aus der windigen Schlucht. Nein, das waren schon alle Briefe. Bei Luigi müssen wir auch mal wieder vorbeischauen. Oh, hallo. Danke, dass du mich besuchen. Ja, das kennen wir schon. Hier hast du deine Bratpfanne, Omelette. Oh, Mario, meine gute alte Bratpfanne. Du hast sie von den Scheigers zurückgeholt. Vielen Dank. Dafür werde ich dir etwas ganz Besonderes zubereiten. Halalalala. Oh, du hast so viel Kram dabei, du kannst den Kuchen jetzt nicht mitnehmen. Komm wieder, wenn du ein paar Sachen losgeworden bist. Also ich könnte ein paar Ahornsirup mal so zur Seite legen, aber ich glaube, wie viel Geld habe ich denn? 150, dann gönne ich mir mal einen Superpilz. Hier ist der Kuchen. Leckere Kuchen von Omelette stellt 15 BP her. Dies ist der allerköstlichste Kuchen. Ein bisschen davon hat das Herz meines seligen Mannes gewonnen. Ich hatte geschworen, ihn nie wieder zuzubereiten, aber du bist eine Ausnahme, Mario. Jeder, der davon kostet, wird dieser Köstlichkeit sofort verfallen. Oh, Gummigai. We have something for you. Dann lege ich erstmal ein paar Sachen ab. Lagern bitte. Den Donnerblitz bitte. Backmischung können wir mal zur Seite legen. Ein Ahornsirup. Oder Mysterium. Oder nehme ich noch ein paar Leben mit. Kann man auch noch mal Donnerzucker mitnehmen. Habe ich noch Platz? Okay, dann nehme ich noch einen Donnerzucker mit. So, zurück zu den Shy Guys. Aufrufezeichen, hier kommen wir. Ich hoffe, wir müssen nicht mit den Gomega kämpfen, das wäre ein bisschen Folter. Zum pinken Bahnhof, bitte. Wir fahren los. Bin ich mal gespannt, was... Müssen wir doch eigentlich auch zu Feuergegner kommen, ne? Bin nämlich am Überlegen, ob ich für den Gegner kurz den Orden aktiviere. Schnell wechseln, braucht man das wirklich? Wie viele Ohren brauche ich denn für... ...für den Feuer-Dude? Bei... nehme ich das tatsächlich mal kurz raus.
Dum, 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 dum. Einmal auf die Medi-Guy. Dann kann ich eigentlich den hier wegmachen. Dann hat er auch niemanden zu heilen. Es sei denn, er heilt sich selbst. Verdient läppischen Erfahrungspunkte? Beim Bosskampf hätte er den Zauber machen können, oder sie? Das hätte sich mehr gelohnt. Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Ich verhungere gleich. Ich muss was essen. Ich brauche einen süßen Kuchen. Ein Kuchen mit Sahnehäubchen und Keksstückchen. Hier, bitteschön. Oh. Mmh. Oh. Köstlich. Das ist sagenhaft gut. Geht's dir gut? Ja! Was hat Omelette da reingemacht? Omega hatte dieses Buch. Zeig es einem Meisterkoch. Das ist bestimmt für Omelette-Tee. Kann ich noch was machen? Okay, gehen wir weiter. Ah, schon wieder ein Groove-Guy. Dim, 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 dim. Ach, guck mal, da ist er sogar schon. Ein Pyro-Guy. Das ist ein Pyro-Guy. Pyro-Guy sind richtig heiß. Jeder Kontakt mit ihnen verursacht Brandschaden. Maximale KP 7, Angriffskraft 4. Ihre hohe Angriffskraft macht sie zu würdigen Gegnern. Attacken, die mit Wasser oder Schnee zu tun haben, erweisen sich als besonders effektiv. Diese Attacke. Oh nee. Dann machen wir erstmal hier den Kopf. Nuss. So. Naja. Dann ist der schon mal weg. Oder auch nicht. Ja, so ist Attacke, Leute. Und ich kann nicht fliehen. Sonst ist der schon mal weg. Oh, ich hab's geblockt. Keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Oh ja, bitte.
Oh, einfach 12 Schaden. Er heilt sich selbst. Okay, kein Problem. Kein Problem. Der Level Up kommt. Dann kann ich ja den Schnellwechsel dann wieder reintun. Ich wollte eigentlich einmal Bo wieder zurückholen. So. Ja, so ein Groove Guy, oh Gott. Der wird nervig. Der wird dann zu normalen Schalker, ne? Und bang. Der verliert sogar sein Stückchen. Okay. Oh, dann ist der auch schon mal weg. Okay, Level Up kommt. Noch 23 Erfahrungspunkte. Ich denke mal, das kriegen wir. Oh, Leben. Leben ist toll. Oh, Geld. Erster Angriff erfolgreich. Dann tauche ich mal kurz um auf. Warte, ich habe ja mein Schnellwechsel ja nicht drin. Halleluja, vom Bett. Das war sehr guter Schaden. Ich glaube, jetzt kann man den Orden wieder wechseln. Mehr habe ich ja nicht gesehen. Nun, wo ist der Schnellwechsel denn jetzt? Da oben. Wir brauchen definitiv mehr Ordenspunkte. Vielleicht tausche ich mal wirklich gegen Ordenspunkte ein. Jetzt muss ich ja den ganzen Weg wieder zurück. Ich möchte Ohrfeigen verteilen. Ich
Ich bin am Überlegen, was ich noch raus tun könnte. Dann würde ich vom Bosskampf nämlich... Oder wir würden wirklich machen, dass ich mal kurz... Dann... Geht aus Gewehr, das dagegen Ordenpunkte tauscht. Dann sehen wir das auch mal. Aber kommen wir eh wieder zurück zum Touchdown bestimmt. Wir fahren los, alles einstecken. Weil der eine vermisst ja immer noch sein Wörterbuch. Der andere. Ich glaube tatsächlich fehlt ja nur noch. Ja, mit dem Tagebuch als andere haben wir ja schon. Hier einmal speichern. Okay. So da. Oh, ja, 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 ja. Nee, nee. So, gib mir bitte, was auch immer das ist. Ach du liebes bisschen. Bombette, ich brauche mal deine Hilfe. Und du kannst Erdbeben einsetzen. Hey! Geheimnotiz. Okay. Was stand da jetzt? Items. Der Gemin, der klug genug ist, im Wörterbuch geil vielleicht? Ich, dort. Oh. Naja. Ach, liebes bisschen. Autschi. Ist der schon mal besiegt? Wechsel mal zu Bu. Weil Bombett kommt da oben nicht hin. Für die nächste Runde. Das habe ich nicht geschafft. Na, jetzt habe ich ja gleich mein Level up. So ist es ja nicht.
Ach du liebes Bisschen. Ich glaube, ich brauche Paracarry. Oh Gott. Dienste. Ich muss sie so kennen. Was haben wir denn hier? Oh, der Wörterbuch. Bring ihn Rosttee zurück. Das habe ich gesehen von oben und da rein konnte. Ich möchte aber wissen, was noch unten ist. Nichts. Okay. Hätte ja sein können. Vielleicht dann noch was echt. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Das wird spaßig. Dann einmal zurück. Das Hin und Her hätten sie besser lösen können. Aber ich hätte bis zum Blauen fahren können. Aber das ist blöd. So. Nein, dann gebe ich doch kein Geld für Orbenpunkt aus, oder doch? Per 6, ich kriege 3. Muss jetzt mal kurz nachdenken. Erdbeben möchte ich schon behalten. Schnellwechsel kann man auch setzen für den Bosskampf. Verteidigung plus. Dann setze ich gleich Ausbrecher. Level up wieder ein. Dann habe ich das gut, wie es geht, eingesetzt. Ich gehe mal kurz heilen. Ich habe ja keine Blumenpunkte mehr. Oh Gott, hier ist auch noch was. Das habe ich jetzt aber schnell gefunden.
Kann ich eigentlich hier hoch? Nö. Verflucht Mario, ein Schalke hat mein Wörterbuch gestohlen. Bitte hol es mir zurück, mein IQ sinkt langsam ab. Ja, Wörterbuch. Mein Wörterbuch, oh wie wundervoll, vielen Dank Mario. Triff gelb, grün, rot und blau. Gelb, grün, rot und blau. Gelb, grün, rot und blau. Gelb, grün und blau. Okay, merke ich mir. Gelb, grün, rot und blau. Dann machen wir das noch in der Folge. Oh, dann geht's dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge zum Boss. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wirklich noch bis zum Release durchhabe vom zweiten Teil, ist in greifbarer Nähe. Ja, fehlt aber wirklich nur noch der rote Bahnhof. Wo möchtest du zum grünen Bahnhof bitte? Gelb, grün, rot und blau. Kann ich das schon mal so aktivieren? So. Grün. Rot und blau. Genau, ich verschwinde auch jedes Mal. Wo möchtest du fahren? Zum roten Bahn. Ankunft Roter Bahnhof. Willkommen am Roten Bahnhof. Habe ich schon gesagt, Roter Bahnhof. Und schon wieder. Oh ja, ich kann mich heilen. Bin auch schon komplett wieder geheilt. Also von daher. Ich bin einmal links lang. Und einmal rechts. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.